So, und weiter geht's mit dem Brent Oil, Gold und SAP. Beim Brent bleibe ich mal auf dem Tageschart. Ich glaube, das hier, das war im März 2022. War da nicht die Bundesregierung in Katar? Bin mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall von 130 runter bis zu 70. Jetzt gucken wir uns mal den letzten Teil hier an. Den finde ich nämlich interessant. Moment, so. Wir hatten hier dieses Gap, das war das, ich nenne es mal das OPEC-Gap, wo sie gesagt haben, sie reduzieren die Fördermenge. Zack, hoch und dann haben wir das Gap wieder geschlossen. Das muss gewesen sein am Mittwoch. Ich gehe mal hier mit dem Fadenkreuz raus. Am Mittwoch, Donnerstag nochmal und hier klassisches Umkehrsignal. Also, wenn man sowas am nächsten Tag kauft, ist der Stop hier unten drunter. Ich mache es nochmal größer. Ist der Stop hier unten drunter auf dem unteren Band aufgesetzt? Erstmal das Gap geschlossen. Auf dem unteren Band aufgesetzt und auf dem 61er, fast punktgenau bei 77,16. Und zwar von dieser Bewegung hier, die wir hatten, von, was ist das, Mitte März bis zu dem Low bei Mitte März bis zu dem High Mitte ab oder Anfang April. Genau da aufgesetzt. Also charttechnisch hervorragend. In der Zwischenzeit stabilisiert sich jetzt hier seit Donnerstag das MACD. Es gibt noch kein bestätigtes Kaufsignal über den Oszillator. Aber durch diese Kerze, die auch gleichzeitig das Gap vom Mittwoch geschlossen hat bei 79,15, entsteht jetzt hier zumindest mal eine positive kurzfristige Betrachtung. Und diese Betrachtung sagt mir, das Öl hat durchaus die Chance, wenn man jetzt was kauft, muss der Stop hier unten drunter liegen, so ein bisschen drunter. Also es wäre dann so bei, naja, wobei denn das? Das wäre dann so bei 76,80. Erstes Ziel von einer von mir erwarteten positiven Erwägung ist jetzt die 83, sprich die 20-Tage-Linie. Zweites wäre die Verbindung aus diesem Hoch von Anfang April mit der 200-Tage-Linie, die weiter fällt und mit dem wahrscheinlich noch etwas fallenden oberen Band und diesen ganzen Chartpunkten hier, die wir haben seit, was ist denn das, Januar? Kann ich den noch? Ja, den kann ich auch noch mit dazu nehmen. Seit, ja, doch, seit Januar diesen Jahres. Das erwarte ich allerdings jetzt. Also das sollte hier so in diese Richtung, wahrscheinlich nicht gleich hier so hoch springen, aber so unter Schwankungen diesen Bereich sehen. Also Brent, ich habe jetzt nicht aufs WTI geschaut, ja, Brent gefällt mir eigentlich ganz gut. Sehe ich keinen Grund für einen Short. Umdenken muss ich, wenn wir hier drunter gehen. Unter die 76,80 und da schließen. So, und hier sind wir jetzt beim Gold. Da fange ich mit dem Monatschart an. Und zwar, ihr seht hier diese beiden All-Time-High. Wir waren relativ knapp dran. Muss ich direkt mal schauen, wo das Hoch war hier. 2048. Und hier war es 2070 und hier war es 2069. Also, naja, 20 Punkte unterm High mal gedreht auf Monatssicht. Da muss ich darauf hinweisen. Hier mit diesem Shootings da aus dem Band raus ins Band rein. Das ist nicht so schön. Aber wir sind hier weiter über den Trendfolger positiv. Muss auch, Trend ist ja nach oben gerichtet. Und wir sind auch über den Oszillator noch positiv. Gelten wir noch nicht mal als überkauft. Also auf Monatssicht habe ich eine sehr gute Unterstützung hier auf der 20-Monats-Linie bei 18,22 und die Widerstände hier bei 2070. Das nehme ich jetzt erstmal so zur Kenntnis. Auf Wochensicht. Ja, es ist nicht so schön momentan. Wir erinnern uns, wir hatten den Shooting Star im Monat und wir haben hier so eine Art Shooting Star Inverted Umbrella Doji auf Wochensicht. Das hatten wir vor 3 Wochen, als wir da auf dem Weg zum Hoch waren. Wir werden über den Trendfolger negativ, wir werden über den Oszillator negativ. Auf Wochensicht deutet alles darauf hin, dass wir nochmal die 20-Wochen-Linie nochmal Kontakt aufnehmen, so wie hier, so wie diese Geschichten hier im Bereich 1905. Viel mehr nach unten gebe ich dem jetzt eigentlich nicht, aber das wäre durchaus möglich. Der Tag. Da ist jetzt kein Chartsignal, also kein Signal von den Kerzen. Die Bänder gehen recht eng zusammen. Wir sind oben bei 2032 und unten bei 1970. Ich runde leicht. Das ist schon ziemlich eng. Ja, also das ist nochmal 1970. Das sind 60 Punkte, das sind 3%. Das ist wirklich nicht viel. Wir sind
am Stabilisieren über das MACD und drehen ganz leicht hoch über den Oszillator. Also, meine Meinung ist, ich glaube, dass bis Ende, sagen wir mal Juni, wir das neue Hoch oder ein neues Hoch noch nicht in Angriff nehmen. Ich glaube, dass wir jetzt eher hier so ein bisschen so seitwärts leicht korrektiv gehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist leicht zu sehen, wenn wir über die 2070 gehen, dann wird er natürlich weitergehen. Ja? Aber ich glaube eher, dass wir so ein bisschen seitwärts hier tendieren, so ein bisschen Rumgefuddel hier machen. Nicht so schön wäre ein Unterbieten der 1934. Aber selbst wenn wir jetzt hier ein wenig abfallen sollten, bin ich nach wie vor der Meinung, dass wir in der zweiten Jahreshälfte irgendwo hier oben sind. Irgendwo da. Ich finde nach wie vor, das sieht nicht schlecht aus und das hat sich nach diesem Anstieg hier von der 1600 auch Pausen verdient. So eine Pause. Und hier ruhig noch gern mal ein bisschen mehr. Also ich bin grundsätzlich weiter positiv, aber es kann ein bisschen dauern, bis wir jetzt das hier zum vierten Mal in Angriff nehmen. Aber beim vierten Mal sollte es dann doch durchgehen. Dann habe ich die SAP. Wo habe ich die denn? Hier sind sie. Die SAP. Da gehe ich auch jetzt mal auf den Monat. Die Zahlen waren okay, kann man nicht meckern. Auf den Monat heftigst überkauft. Heftigst. Aufgrund dieser Bewegung hier von 80, da sind die 50% gestiegen. Man sieht auf dem Monatschart auch ganz schön hier dieses Widerstandsniveau bei 130. Das kommt von hier hinten. Da wurde es mal kurz überboten. Und dann hier nochmal im August letzten Jahres, die 130. SAP ist eigentlich ein ziemlich langweiliger Wert. Also das ist, wenn man da was kauft, dann muss man schon mal ein paar Wochen Zeit haben. Das ist also, es sei denn, wir haben hier, das war die Geschichte mit den Zahlen, wo die auf einmal von 120 auf 80 oder hier 90 runtergereicht wurden in einer Sitzung. Ich glaube, das war damals irgendwas mit 20% oder so. Das war ziemlich heftig. Aber hier vom Monat her ist sie noch positiv, aber ich sehe nicht mehr so viel Potenzial, vielleicht die 130. Dann haben wir die Woche. Ja, auch sehr hoch. Nochmal, SAP ist der schwerste deutsche Wert. 1% in SAP sind, was hatte ich noch ausgerechnet, 11 Punkte im DAX. Ja, das ist viel. Ja, die können, wenn die mal 5% fallen, dann sind wir da gleich bei sowas wie 60 Punkten minus im DAX. Von der Woche her ist das hier noch leicht positiv. Wir werden hier leicht negativ, aber noch ohne echte Bestätigung. Und nochmal, wir haben hier den Widerstand bei der rund 129,38, sagen wir 130. Das Gap von damals, als sie so runterkam, das haben wir schon geschlossen, jetzt hier ein paar Mal. Puh, steiler Anstieg, ist es das wert? Der Markt sagt ja. Machen wir den Tag. Und auch hier, in allen drei Zeiteinheiten sind die hier oben ziemlich ausgereizt. Hier wird es sogar schon ganz leicht negativ über das MACD, aber wirklich nur ganz leicht. Nochmal, die Zahlen waren gut. Die Zahlen waren okay, ich denke, der Ausblick ist auch in Ordnung. Es ist halt eine sehr träge Aktie, sagen wir es mal so. Die steigt dann oder fällt, aber das ist halt dann langsam. Das sind hier so ganz kleine Kerzen, da braucht man also echt viel Zeit und Geduld. Muss auf seinen Fingern sitzen. Aber auch hier, die 130 als Widerstand ist zu erkennen. Also ich hole jetzt nicht den ganzen Chart hier wieder rein. Aber mir gefällt das hier nicht. Also ich muss jetzt SAP auf diesem Niveau nicht mehr kaufen, wenn ich sie nicht habe. Die erste Unterstützung ist, das ist ganz nah, 117. Das ist die Verbindung aus diesen Chartpunkten und der 20-Tage-Linie. Die zweite ist hier das Tief, da sind wir bei 112. Ja, finde ich jetzt nicht so prickelnd, muss ich sagen. Ich glaube, da gibt es bessere Sachen.